Hey und willkommen hier zum The Sims 4 Let's Play zu Amelias Restaurant. Sie an der Rico, der setzt sich hier gerade in Brand, der soll sich mal selbst löschen. Willkommen zum Let's Play. Heute, ja, Amelia, du bist aufgewacht jetzt. Oh nee, alles gut gegangen, oder? Ja, alles gut. Boah, sind die Dinger schwarz hier, müssen wir gleich mal ersetzen. Kostet Geld, Rico, du musst viel arbeiten gehen jetzt hier. Ja. Gebaden kommen, echt hier. Ja, heute geht's weiter mit dem Let's Play mit Amelias Restaurants und wir sind heute nicht, ja, die regt sich auf, ne? Wir sind heute nicht im Bogen, wir gehen heute in die schwäbische Wirtschaft, die ich mal gebaut habe, sogar in Schwäbisch, nicht Schwedisch, sondern Schwäbisch. War ganz witzig und ich möchte heute mal weitermachen, aber jetzt hier erstmal noch in Hochdeutsch, zumindest meint Hochdeutsch, dass er auch so ein paar Sachen hat. Du musst noch kurz ein bisschen was frühstücken, oder? Du isst schon ein Eishörnchen, wo ist denn das wieder her jetzt? Hast du in der Eisdiele? Was denn, der Eisdiele oder was? Habe ich gar nicht gemerkt hier. Ja, wir kaufen ein neues Restaurant. Wir brauchen aber erstmal Geld. Wir machen hier mal Motherload, weil ich möchte das Restaurant kaufen. Das muss man jetzt halt machen, ja. Ja, die besitzt bald hier 20 Restaurants, aber ich habe da voll Bock drauf. Und deswegen, ja, und jetzt gehen wir mal... nee, wir müssen ein neues Restaurant kaufen. Mit wem redest du denn wieder hier? Mit der Nancy oder was? Ja, mit Nancy. Du sollst nicht mit der plaudern. Immer hier dieses Gelaber hier. Restaurant kaufen, genau, das ist ein Restaurant kaufen. Hör mal auf, mit der zu labern. Immer dieser Tratsch hier in der Nachbarschaft, ne? Das macht's nicht besser hier. Ja, das ist das Ultra-Loft. Ultra-Loft. Jetzt geht's gleich weg. Da gibt's auch ein Let's Build-Video hier im Channel. Könnt ihr mal nachsuchen. Genau, in Windenburg steht mein schwäbischer Biergarten. Da, ne? Geht schon wieder los, ich kriege schon wieder Lachflash. So, dieses Restaurant möchte ich kaufen, natürlich möbliert, aber das ist kein Restaurant, weil damals gab es noch kein Restaurant-Gameplay und deswegen ist es noch eine Bar. Aber die werden wir jetzt umbauen, quasi zum Restaurant. Ja, wir brauchen da ja nur drei Objekte eigentlich, ne? Die Kochstation, die Kellnerstation und natürlich den Empfangstresen. Und ja, wir haben hier jetzt erstmal Geldprobleme. Wir müssen mal, machen wir mal 50.000, ne? Das müssen erstmal reichen für den Start hier ewig, ne? So, genau, das ist die schwäbische Wirtschaft. Ich zeig's mal. Jetzt wechsle ich auch hier in Schwäbisch wieder. Ich find's total witzig. Viele haben geschrieben, mach das mal wieder. Das war voll witzig. Das war so eine Ausnahmereihe irgendwie. Das ist das gute Fachwerkhaus. Und da gibt's hinten so einen Biergarten. Und da drin ist so eine Bar. Und da gucken wir mal rein. Also das sieht so aus, als wir da oben so eine, ja, so hier offen haben. Da gibt es oben so Tische und ich fand das ganz cool damals. Aber leider gab es damals noch kein Restaurant-Gameplay und jetzt gibt es das ja. Deswegen die zweite nach dem Bogen besitzt jetzt Amelia diese schwäbische Wirtschaft hier. Und da haben wir gar keinen Platz mehr für die Küche, aber wir haben ja einen Keller. Hier unten schon eine schöne Kellertreppe. Und deswegen haue ich da jetzt mal schnell einen neuen Raum hin. Und dann ja, machen wir einfach hier eine Küche, oder? Rein. Machen hier so eine kleine Küche, ne? Die können ja dann da runterlaufen. Die Lampe kommt mal darüber. Die Kellner und die Köche können da dann rein. Und die können dann hier, genau, hier ist die Küchentür. Dann nehmen wir auch mal eine schwarze Küchentür. Das ist jetzt außen, ne? Komm, dann machen wir hier auch so eine, ne, wir machen die da innen drin hin. Genau, wir machen die einfach da innen hin. Wir machen da mal das Schränkchen darüber. Und hier dann die Küchentür im Klo, oder was ist die dann? Ist auch komisch. Ne, die soll nicht immer durchs Klo laufen. Kommando zurück. Nicht so weit zurück, genau. Die sollen nicht durchs Klo laufen, die sollen hier reinlaufen. Das ist die Küche. Und die mache ich jetzt mal schnell, weil ich möchte spielen hier im Restaurant. Und die kriegen hier einen schönen Steinboden. Was haben wir denn da? Genau, den nehmen wir einfach aus dem Keller. Ja. Aus dem Keller. Die kriegen aber trotzdem schöne Deckenlampen. Wir brauchen jetzt für das Restaurant-Gameplay, nicht im Inventar, was hast du denn alles im Inventar? Wir müssen, genau, für Restaurant bestimmte Objekte und da gibt es ja die Küchenstation hier. Die machen wir mal da rein. So. Und das reicht erstmal. Mehr möchte ich da gar nicht mal machen. Ich möchte jetzt erstmal spielen. Das können wir in den nächsten Teilen vielleicht noch machen, wenn ihr Bock habt auch. Den Kellner-Tresen, den machen wir hier irgendwo hin. Was gibt's denn da für Farben? Hast du ein schönes Holz? Passt perfekt, ne? Wenn wir den DJ-Pult, komm, dann machen wir hier, wo machen wir das denn hin? Wir haben echt keinen Platz mehr hier. Ist ja Wahnsinn. Komm, dann machen wir hier so ein bisschen das Vogelzeug, so ein bisschen rüber da. Und da kommt dann in das Grün quasi die Kellnerstation rein. Ja, der Mülleimer, das passt jetzt da auch nicht so gut, ne? Weg mit dir. Den packen wir da oben hin. Nee, da drüben haben wir ja einen. Komm, dann da haben wir auch noch einen. Ja, dann reicht das ewig. Dann lassen wir das doch so. Komm, wir machen hier die Kellner.
Station hin und da noch so grün, Hashtag grün. Wir machen da Hashtag grüner. Ich muss ja Schwäbisch schwätzen jetzt. Genau, das habe ich schon fast wieder vergessen. Und da kriege ich die neue Spülmaschine da rein. Ich finde es so krass. Okay, und oben auch nochmal so ein Ding da zum ja, Hallo sagen. Wenn die alle kommen, die Gäste, dann kann man hier, ist echt schwierig hier umzuschalten. Ist echt schwer, das machen wir nicht so. Dann machen wir, wo machen wir das Ding nach? Das machen wir da drinnen rein, oder? Innen rein. Es gibt auch unterschiedliche Aussprachen von je nach Kaffee ist das schon wieder alles anders, ne? Komm, das machen wir. Ah, da muss der Tischkicker weichen, oder was? Ja, Mann, ey. Nee, die sollen eh draußen sitzen. Dann entfernen wir diesen Tisch hier. Mhm. Ja, so machen wir das. Herzlich willkommen in der schwäbischen Wirtschaft. Nehmen Sie bitte Platz und stellen Sie sich was Schönes zum Essen. So, ich glaube, wir haben es. Ich weiß noch gar nicht. Mal gucken. Haben wir es? Haben wir alles? Müssen wir hier auf die Info gehen? Ja, da haben wir ein Restaurant, ist die Haken. Genau, Fortschritt, alles gut. Genau, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt da draußen sitzen können. Das ist noch früher Morgen hier. Weil die Tische, das sind ja keine normalen Tische mit Stühlen und deswegen ja. Und wir brauchen ja noch Personal hier. Genau, wir stellen mal Personal ein. Aber wir machen die Amelia auch mal hübsch, oder? Wir machen die Amelia mal hübsch, so im Dündel oder irgendwie sowas. Im Erstelle ein Sim ändern. Das wäre doch cool, oder? Das wäre doch was. Das ist eine schöne Sache. Genau, da machen wir mal irgendwie, gucken wir mal, ob da überhaupt irgendwas gibt. So ein schönes Stündel oder was, irgendwie was in die Richtung. Da muss es doch Ebbes geben. Oh ja, ich finde es so geil. Da muss es doch Ebbes geben. Was machen wir denn? Oder so ein schönes Blümchenkleidle da. Das ist doch auch nicht schlecht. Was können wir denn da nehmen jetzt wieder? Ah, das ist ein bisschen zu arg Pirate-Style, gell? Mit dem Gürtel und so. Ah, was haben wir denn? Keine Dirndl da, sowas vielleicht, oder? Ah, das passt sogar zu ihr da. Das ist doch schön. Ah ja, so. So, vielleicht ein bisschen, genau, ein bisschen Farb noch. Oh, das passt auch gut, hä? Komm, dann machen wir so eins da. Genau, das ist gut. Aber du kriegst nur andere Schuhe, Madame. Das geht fast so nicht. Die sind ein bisschen zu... Was kriegt denn die für Schuhe? Das weiß ich jetzt gar nicht. Was nehmen wir denn? Komm, die kriegt so Stiefel da, oder? Ist das ein bisschen zu warm, ne? Jetzt ist es auch Sommer. Ich bin so krass. Oh, geil. Es macht so viel Spaß. Genau, so Stiefel. Da kriegst du so Stiefel. Komm, so. So, Stiefel, genau. Der Rest lassen wir so oder willst du nur zöpfen? Ich glaube, das geht jetzt gar nicht. Da müssen wir doch, das können wir auch ändern. Oh. So Zöpfle. Hätte auch was mal, gell? Was sind die anderen Zöpfle da? Zöpf. Was sind die Zöpf? Da sowas vielleicht. Ah ja, das passt nicht ganz. So sieht die nicht aus, gell? Was haben wir denn noch? Da sind die Zöpfe. Die sind doch schön. Sieht gar nicht mehr aus wie Amelia dann, gell? Ah, no, komm, wir lassen die Haare, die sie gekettet hat. Na, wir nehmen mal die. Ja, wir nehmen mal die. Aber andere Ohrringe musst du noch nehmen, da, jetzt komm. So, jetzt wollen wir aber gleich mal loslegen, da. Die machen wir weg, du kriegst da so schwarze oder du kriegst gar keine. Kriegst so Perle da, genau. Machen wir weiße Perle. So, ist doch schön. Genau, so machen wir das. So, die Kette und alles bleibt auch. Und jetzt können wir da Angestellte einstellen. Und die sollen dann da schaffen. Die sind so krass. Muss mich selber irgendwie anstrengen, das durchzuhalten. Genau, wir nehmen wieder die Bagley. Was haben wir denn da? Die Chanelle. Oh, die wird gut passen eigentlich, ne? Die Chanelle, komm. Die Chanelle wird unsere Köchin, die Nervtötende da. Die Nervtötende. Oh, wen machen wir als Kellner? Da machen wir mal der Cowboy oder was? Genau, der Cowboy kommt jetzt als Kellner. Und am Empfang, da machen wir die Sandy. Genau, die Sandy, die soll an der Empfang. Okay, dann können wir mal aufmachen, oder? Was haben wir denn da noch? Was müssen wir denn machen? Genau, wir haben Restaurant-Speisekarte, da haben wir doch, genau. Ne, dann wollen wir da, nehmen wir Imbiss, genau. So, jetzt aber. So, ist doch gut. Da gibt's Pommes und alles. Und Alltagskleidung, super Sache.
Werbung machen wir mal hier, Gold und Zutatenqualität, frisch und organisch, genau. So wie gesagt, du bist am Tisch, Giga, da wieder, nein. Das ist gerade fein, so, Live-Modus, jetzt schläge mal los, jetzt spiele mal los, wir machen halt auf, der Lade auf, wir machen halt der Lade auf und da kommt schon die schöne Sonne daher. Mal gucken, wie viele Leute kommen, ob die alle da an den Tisch nachhocken können mit den Blumen da drauf. Und auch draußen, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt da nachhocken können, weil das sind ja keine richtigen Tisch und Stühle, sondern das ist euer Objekt, gell? Und deswegen ist das, glaube ich, echt eine kritische Sache, gell? Ah, da kommen schon die Leute. Der hat gar keinen Cowboy-Hut mehr auf da. Das gehört nicht zum Outfit dazu, gell? So, dann machen wir Abschließer für jeden Außerangestellte, genau. Für jeden Außerangestellte. So, Dele. So, da kommen schon welche. Ah, der Landgrab da. Hi. Na, wie geht's da so? Sagt hier auch mal hallo. Guten Tag hier. Willkommen in der schwäbischen Wirtschaft. Let's play mit Amelias Restaurants da. Genau. So, wo geht's nach für dich? Wow, wollen Sie Platz nehmen? Genau, kommen Sie rein. Wow, sieht cool aus, gell? Ja, habe ich gebaut in einer zweiteiligen Let's Build-Reihe, glaube ich, oder dreiteilig, weiß gar nicht mehr. So, oh, die Kate kommt auch. Du gehst oben hin gleich. Gehst du nuff? Ist oben auch noch, hast du oben den Tisch genommen? Ah, da hast du die nachgeguckt. Oh, der will eine Empfehlung haben. So, sagen wir gleich mal, Gericht empfehlen. Genau. Oh, der ist mit der unterwegs. Oder ist das der Tisch? Die hat ihn reserviert wahrscheinlich, gell? Die telefoniert immer da unten. Oh, was suchst du da raus da jetzt? Oh, da gibt es so viele schwäbische Sachen, gell? So Maultaschen und Spätzle und Zwiebelrostbraten und schöne Sachen gibt es alles auf der Karte, gell, bei uns. Du willst eine Empfehlung? Hey, komm. Wieso geht es nicht? Sim wurde bereits begrüßt. Ja, klar, begrüßt, aber der will da Empfehlung haben, oder? Jetzt schwätzt die da mit den Leuten, die sollte mal nachhocken lassen, gell? Wir haben bloß Vierertisch, wir haben keine Sechsertisch oder so, das ist, glaube ich, ein bisschen blöd. Aber ich glaube, die hockt sich gar nicht nah draußen, gell? Ich glaube, die kennen das gar doch um Tisch bitte. Dann können wir das draußen doch nehmen als Tisch. Ja, der Hände ist auch schön, gell? Aber bei dem Wetter jetzt, am Morgen ist es schon ein bisschen kalt vielleicht, gell? Jetzt ist 9 erst. Machen wir auch schwäbisches Frühstück, Weißwurstfrühstück oder was? Ist ja bayerisch, gell? Wenn ich glaube, was verwechseln die Amerikaner. So, komm mir auf mal zum Schwätzen. Lass dir mal was bestellen, sonst machen wir kein Geld. Genau, machen wir den Fernseher. Was kommt denn da in der Klotze? Da hat der Blumenkübel davor, vor dem Fernseher. Das ist ein bisschen blöd gemacht, Amelia. Was hast du denn da gemacht? Oh, der ist sogar im Ding drin. Schick macht Amelia, Mensch. Mensch, Mädle. Sollen das jetzt? So, komm, jetzt hocket euch nach. Oh, die hocket nose. Ah, die hocket nose, dann geht es doch. Ah, das ist eine super Sache. So machen wir das. Und die will auch Empfehlungen haben. Komm, was empfiehlt die Amelia? Ist eigentlich auch ganz gut, dass man die Bonuspunkte-Sache da mitnehmen kann, gell? Komm, mir empfehlt mal eine Brezel da, genau. Eine Brezel oder was machen wir noch? Ein Steak, neu gekriegte Brezel empfehlen wir. Und Malzbier Float. Genau, Madam. Das kannst du bestellen. Das ist eine super Sache. So, du Kind, du kannst die auch noch hocken. Da ist dein Tisch. Da, wo deine Eltern hocken. So, wir haben da Hanna Brezler und wir haben da auch Malzbier. Wie heißt es? Keine Ahnung. Das ist ja wie ein Party hier. Ja. Mit frischen Zutaten. Oh, du hast auch eine Empfehlung. Oh, die Dame möchte auch eine Empfehlung haben. Du bekommst auch ein Malzbier Float. Und du bekommst aber, oh, was kann ich dir empfehlen? Die Pommes natürlich. Gell, die Pommes bei uns sind super. Du musst deine Freund sagen, dass die auch zu uns kommen sollen. Dann können wir da schön Pommes zusammen essen. Gell, mit super Pommes da, mit frischen Kartoffeln und alles. Gell, also selber gemacht im Keller und dann neben dem Klo. Genau. So, da kommt der Kellner. Oh, hi. Na, du Kellner, du. Und was wollen Sie bestellen? Ah, was haben Sie da ausgewählt? Oh, die Nummer 3, genau. Das haben wir da alles. Ich spring schnell runter in die Küche und sag's dem Alten da unten, damit er das Zeug fertig macht für euch. Amelia, wo gehst du denn da? Wieder Treppen auf. Bestimmt nur angespannt, gell, wegen Rico, der.
Der hat wieder Scheißbau daheim, hat Feuer gemacht morgen schon in der Küche. Vielleicht wollte er bloß lieb sein, dir was zum Essen machen. Oh, die sind schon, oh, die sind, oh, zwei Sterne bloß. Jetzt müssen wir sagen, hallo, guten Tag, komm mit rein. Findet euch gut, ja, wie geht's euch so mit dem Tisch da oben? Kann man runtergucken, geht's im Barsch auch super, sagt er. Hat man schöne Sichten unterwärts, gell? Und da können wir jetzt auch mal sagen, hallo, da, wie geht's euch denn? Ihr wart zum ersten Mal da, zuerst da, und dann bekommen wir da auch zuerst die Bestellung, was er euch auch immer ausruht. Oh, da hängt er sehr schön. Oh, da haben wir auch sehr gerne, wir machen. Mal gucken, ob das trotzdem noch geht. Der Chanelle. Ah, die Chanelle braucht mehr Übung. Ah, oh, das sieht aber super aus da, gell? Oh, da ist so ein Nudeleintopf da, Würstchen und Bohnen. Würstle und Bohnen. In Schwäbisch, ne? Die Karte müssen wir nur anpassen. Schade, dass man die Normen von den Gerichten ändern kann. Ich find's so krass. Jetzt bin ich drin irgendwie, gell? Ich hoffe, ihr verstandet ein bisschen was. Wenn nicht, dann hätten wir wenigstens was zum Lachen, oder? Chanelle da in der dunklen Küche unten im Keller. Oh Mann, Chanelle. Jetzt bist du im Kerker hier eingesperrt. Komm, wir machen dir ein bisschen Licht, nein, dass du ein bisschen Licht hast da, gell? Sonst ist es zu dunkel bei dir. Ah, das ist jetzt so schön. Was machen wir denn für Lampen da? Die wäre schön, aber die gibt's ja da, Mann. Dann mach ich mal schnell mal die rein, genau. Komm, einfach so zwei Lampen rein. Oder neu, du kriegst auch so Lampen, kriegst du hübsch hängende so Lampen. So Wohnzimmerlampen, dann ist nicht so kalt da. Und oh, da haust du aber den Kopf nach, gell? Musst aufpassen. Dann nehmen wir doch die nicht, da. Das ist doch nichts da. Dann haust du den Kopf sonst schnell. Ganz normale Lampe kommt so, Lampe kriegst du da, genau. So, ist doch schön. Ja, wir sind noch am Anfang, wir müssen sparen, wir können uns nichts erlauben da. Du musst, Chanelle, du brauchst eine Schulung, du brauchst unbedingt eine Schulung, Chanelle. Und du hast schon wieder Eis dabei, wo hast du immer das Eis her? Hast du das in deine Tasche reingesteckt heute Morgen? Ich glaube, die hat heute Nacht Eis gemacht, ich habe es nicht genau gesehen, ich habe schnell vorgespult und die hat Hunger gehabt, dann hat sie sich ja Eis gemacht bei Nacht. Das steckt sie sich in die Tasche rein und dann tut sie, und dann hat sie es immer dabei. Also ich finde es auch ein bisschen komisch, gell, dass du das Eis jetzt da in der Tasche drin gehabt hast. Zum Glück hast du die umgezogen. Dann ist jetzt so Schoko-Zeugs in deiner Hose drin oder in deinem Rock. Da hast du abgeschlossen. Ja gut, aber du hast ja wohl Zutritt, Madame. Für alle außer Angestellte. Ja, du bist ja auch eine Angestellte von mir hier, oder? Komm, gehst mal da rein und sagst mal der hier da zur Schulung. Du musst zur Schulung gehen, weil du kannst das jetzt so gut. Na, machst die Pommes nur schlecht. Das kann jetzt sein. Mir sage da oben, hey, die Pommes sind voll super und du machst da Scheißdreck da unten im Keller. Nein. So, du musst in die Schulung gehen. Motivationsrede halten, genau, das ist auch mal gut. Und du sollst mal, kann man das auch, genau, man kann auch sagen, mach mal, du musst normal, schnell oder vorsichtig, normal, mach normal. Und wir loben die auch noch, ja, das hast du schon gut gemacht für den ersten Tag. Wieso fliegt das Zeug eigentlich immer neu raus und dann wieder nein? Das ist ganz komisch irgendwie, oder? So. Das war besser als jedes Plakat, das sie je gelesen haben, sagt die Chanelle da rechts oben stolz. Was sagt sie noch? Danke, Amelia, ich bin aber auch Dollarhecht da, gell? Ja, du bist eine Käpsele, heißt das in Schwäbisch. Du bist eine Käpsele. So, wie geht's euch da? Oh, der Service, der dauert lang, gell? Komm, wir machen bei euch mal auch ein bisschen schneller und ich sag mal hier, wie geht's euch mit eurem Tisch? Damit die Chanelle da mal ein bisschen schneller macht vielleicht. Ja, das wäre echt schlecht, wenn die das ein bisschen schneller macht. So, haben wir schon Geld gemacht? 9 plus minus. Oh, scheiße. So, was gibt's da? So, das kommt gleich. Ihr müsst ein bisschen warten. Wir sind jetzt zum ersten Mal da und ich bin auch neu und alles neu, gell? Und das wird schon. Also, das wird schon super. Das wird schon gut. Ah, da kann schon sein. Schon als Haus, dass da Fledermäuse drin sind. Vielleicht kommen die mal raus da, gell, die Fledermäuse. Wollt nur einmal nachhören, ob der Service zufriedenstellend ist. Genau, das machen wir so. Ist alles gut bei euch, oder? Oh, und da sind auch noch zwei. Ah, das ist der Butler aus dem Schloss. Und der Grusel, der Ghost hier von der Bella. Und der will eine Empfehlung haben. Komm, wir geben dir mal eine Empfehlung. Und wir sagen auch hier mal bei dir das Malzbier-Float und die Brezel. Das kann auch die Chanelle machen, genau. Und ich sage mal hallo, willkommen im Schwäbische Biergartenwirtschaft, genau. Wirtschaft mit Biergarten. Und sind jetzt gegangen, haben die gestern gezahlt. Oh, das ist ja schon mal was, oder? Speiseumsatz minus, oh, das ist aber schlecht. Ambiente ist schön, gell? Alles, was ich baue, ist schön. Sag auch die Sims, dann muss ja stimmen, gell? Was ist voll der Müll hier, da, gell? Nein, das kann ja nicht sein. So, ihr zwei Leitler. Na, was will er da haben zum Essen? Oh, das geht jetzt nicht mehr. Der will gar nicht mehr Empfehlungen. Wird wahrscheinlich schon bestellt, oder?
Oh, der hat wahrscheinlich schon bestellt. So, Tisch überprüfe, genau. Überprüf mal den Tisch nochmal, komm, das muss man nochmal machen da. So, oh, da hast du viel Geld, gell, im Schloss, da liegt viel Geld rum. Das stimmt, und was macht denn die da unter wieder? Ich glaub's ja jetzt voll, die hat echt voll den Schade da. Du kannst mal verschwinden hier. Das gibt's ja wohl, Alter, wie kommst du da her? Das geht aber gar nicht mal. Da ist gar kein Tisch, wieso hockt ihr euch da nah? Das ist blöd da unter, gell? Also da kriegt ihr nichts zum Essen, das glaubt ihr. Aber wenn du so herkommst, dann müsst man die eigentlich gleich schon ausschmeißen. Das gibt's ja mal gar nicht, gell? So, und der sagt mal auch hi. Sandy, du darfst auch mal zur Schulung gehen, gell? Dann wirst du nämlich besser beim nächsten Mal. Was machst du jetzt? Du gehst aufs Klo. Oh, dann wärst du halt noch geschwind gegangen. Komm, wenn du schon da unten bist, dann gehst du halt noch geschwind. Oh Mensch, Amelia, wirklich, du bist auch, also wirklich. Du bist ja auf unsere Gitterklos da, gell, da wird's gleich. Komm, gehst halt schon schnell, als läufst du da runter. Oh Mensch, Amelia, wirklich. Manchmal bist du auch, echt. Manchmal ist Amelia echt ein bisschen blöd, also. Ja, so, Verschulung bezahle, kurze Schulung und man sage dir mal, hey, wie geht's dir denn eigentlich, so Motivationsrede machen wir, das haben wir uns ja erkauft mit den Bonuspunkten da, ne, gibt's Vorteilspunkte, genau, immerhin schon wieder 3000, da können wir wieder mal was Gutes irgendwie, da machen wir uns noch einen Kellner, oh, die Punkte kann man mitnehmen, glaube ich, gell, vom einen Restaurant ins andere, was kann man da, schnelle Esser, verzehren die Essen schneller, und der Tisch haben wir eigentlich genug, Zutatenrabatt, gut situierte Gummis. Wählen häufiger die teuren Gerichte. Ja gut, aber die sollen erstmal nicht so teures A wählen. Großzügiges Trinkgeld. Ja, das ist doch gut. Geld ist immer gut, gell? Können wir schön sparen, die Schwabe. Sparen immer gern. So, alles bloß auch Gericht, aber hält sich wacker da. Komm, jetzt kannst du aufgegangen zu deiner Empfangsdame, Amelia. Komm, ich mach mal ein bisschen schneller. So, jetzt wird es auch schön da, gell? Jetzt kommt schön die Sonne raus. No gibt's kein Wetterpack. Wetter-Addon. Genau, da in unserer schwäbischen Wirtschaft. Mit Biergarten. Ich zeig's nochmal. Ja, da, so sieht es aus. So. Jetzt kommt langsam Sonne zu euch rum. Müsst ihr euch überlegen, ob ihr am Schaden sitzen wollt oder ob ihr woanders nachhockt. So. Da ist Amelia, genau. Du machst es super da für die erste Tage, gell? Hast du ein bisschen Schwäbisch gelernt auch, hä? das ist gut. Was sagen die da rum, ey? Verschwindet mal, das geht ja mal gar nicht. Mensch, immer die nackte Sims da in meinem Restaurant. Und wie geht's euch zwei, wenn er immer noch nichts kriegt? Aber ich glaube, das hat da ein bisschen Problem mit dem Ding, oder? Das kann ja gut sein. Das kann gut sein, obwohl die hinter Augäste, gell? Neu die hinter Augäste, guck mal an. Die hinter Augäste, da müsst eigentlich gange. Müssen wir aber ausprobieren, ob das wirklich geht. Aber da ist auch gange, gell? Startest du auf dem Tisch oder haben wir das dann aufgedruckst mit dem? Es muss eigentlich gehen, denn wenn das geht, dann geht es drüber auch. Ja, dann geht es da auch. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch geht. Oder ob die wieder nicht nachkommen in den Tisch. So wie ich immer baue, so eng mit Move Objects. Ja, ja. Oh, die hat Angst, dass Fresh kommt und die sind schon wieder schlecht drauf, scheiße. Sie kriegt ja nichts zum Essen, klappt wieder irgendwas nicht. Aber die oben hätte schon was gekriegt, also muss es ja irgendwie klappen. Wo ist denn der Kellner noch eigentlich? Ich finde ihn gar nicht mehr. Wo ist denn der Kellner noch? Hat er schon kündigt oder was? Der Kellner ist, glaube ich, echt weg, oder? Kann das sein? Wo ist er denn? Schmeiß den mal raus und hol ihn näher einfach, oder? Ich habe den schon lange nicht mehr gesehen. Jetzt holen wir ihn näher. Wo? Nimmer. Ah, der ist noch gar nicht rausgeschmissen. Feuern. Wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Der muss doch da irgendwo rumspringen auch bei uns. Kann halt irgendwo anders nachgegangen jetzt. Dann wurde er rausgeschmissen. Das geht feiert hier. Wir haben halt gar kein Geld, bloß wegen dem. Das geht nicht. So geht es nicht. Amelia, was machst du denn da jetzt im Kühlschrank? Komm, lass mal den scheiß Müsli da weg. Also scheiß Müsli weg. Die denken nur, wir essen bloß ihr Müsli. Was bist du jetzt? Komm, Amelia, bitte. Was ist los? Was ist los? Müssen wir die zurücksetzen, oder was? Der ist weg. Komm, hör mal auf da zum Essen. Was ist denn da los? Bist du hängen geblieben, Amelia? Oh no. Da müssen wir mal die Amelia zurücksetzen. Testing, Cheats, True.
die Schenge bliebe da, die ich aufgehängt, glaube ich. Okay. Abzeigt. So, genau. Bin ich wieder angespannt wegen Feier, gell? So, und jetzt? Wo ist unser Kellner noch? Der muss jetzt mal kommen. Kann ja wohl nicht sein. Wo ist der denn? Wieso ist der weg? Komm, lauf mal da raus, nicht, dass der hinten nochmal hängen bleibst. Lauf mal da rum, genau. Und jetzt gucken wir nochmal, wo ist unser Kellner? So, den schmeiß ich jetzt raus, genau. Wo ist denn der? Der ist weg, oder? Der ist wirklich weg, ich finde ihn nicht. Der hat sich... Oder hockt er auf dem Klo? Nein, das kann jetzt sein, gell? Nein, da ist niemand. Wo laufst du jetzt nach? Ja, der ist da geil. Ist der unter die Erde gefallen oder wo ist er nah? Wo suchst du denn? Mensch, Mädle. Wo suchst du denn? Der ist unter gefallen, unter die Erde oder was? Kann ja wohl nicht sein. Ich kann die da schlafen, oh nein. Paul, brauch ich schon nicht schlafen jetzt. Ich glaube, ich bin echt kein Kellner jetzt mehr. Also ich finde das so super mit diesen blöden Bugs da, gell? So blöd. Aber der war doch am Anfang da. Wo ist er denn nah gegangen jetzt? Und die gangen jetzt alle. Oh ne, die haben keinen Bock mehr. Ja, das war's jetzt mit der schönen Startreihe. Ist immer, die erste Mal ist immer Let's Fail. Let's Fail. Schwäbische Wirtschaft Restaurant. So, wir nehmen keine neue Gäste mehr an, dann. Das bringt nämlich gar nichts. Stopp. Keine neue Gäste. Ich glaube, die dürfen noch, ne? Die dürfen, glaub noch. Die schon da sind, die dürfen, glaub noch. Komm, Amelia, muss mal aufstehen jetzt, komm. Probieren wir es nochmal. Die sind alle schlecht drauf. Und wir können nicht feiern jetzt, oder was? Das ist doch scheiße jetzt, oder? Das ist doch scheiße. Wieso kann ich denn nicht feiern? Wo laufen die nah? Ich muss jetzt mal gucken, ist der da irgendwo runtergefallen oder was? Das geht doch, Ed. Wo ist denn der nah? Ich mach mal da auf, die Tür, komm. Das geht doch nicht sein jetzt. Was ist denn da los? Wo ist denn der? Der ist weg. Der ist einfach weg. Ist einfach weg und ist weg. Kennt ihr das auch schon mal, Kid, in eurem Spiel? Das gibt's doch nicht. Ja, wo willst du nachlaufen? Der ist doch never ever. Wo ist er denn? Die schwätzt mit dem. Ja, wo ist er denn? Ich sehe ihn gar nicht. Ist er unter der Treppe oder was? Nein, ist der echt unter der Treppe? Das glaube ich jetzt aber nicht. Wie kommt der unter die Treppe? Der ist wirklich unter der Treppe. Immer diese blöde Treppe-Bug da. Das gibt's doch nicht. Das kann doch wohl jetzt sein. Ist doch scheiße. Ah, das ärgert mich dann immer, wenn die da unter der Treppe immer hocken. Das ist wirklich ein normaler Bug, gell? Also das ist echt hier, da zurücksetzen mal. Und jetzt lauf mal daher. Kannst du daher laufen? Komm, Amelia, lauf mal daher. Vielleicht komm da hinterher. Komm. Wir können jetzt auch keine neue Treppe noch machen, weil die ja... Aber wir können mal eine schmale Treppe noch machen, können wir. Genau, mal einfach bloß mal eure Treppe noch so auf die Seite. Ach, das ist blöd mit den Treppen. Wieso fliegen die Kellner immer die Treppen runter? Jetzt aber, komm, mach dein Geschäft. Mensch, Kellner, wirklich. Jetzt muss ich erstmal aufs Klo, ja, ist klar. Jetzt haben wir bald fertig geschafft. Jetzt sind wir alle bald keinen Bock mehr. Kein Bock mehr. Ja, die gehen jetzt auch gleich. Komm, die zwei, die müssen wir jetzt noch. Ja, für die reicht vielleicht noch. Für die reicht noch. Aber für die oben haben wir wahrscheinlich auch verloren dann. Ja, komm, lauf mal auf schnell. Genau, spring mal ein bisschen. Spring für deine Gäste. Wir haben immer den Treppe-Bug in unserem Restaurant, Amelia. Also wenn ihr mal einen Kellner sucht oder jemand anders, der liegt bestimmt noch unter der Treppe. Da verstecke die sich gern. Jetzt müssen wir gucken, dass die halt schnell mal was zum Essen kriegen. Ja. Kommt der jetzt dann gar bald? Die soll jetzt mit dem schwätzen. Die soll jetzt mal... Die soll jetzt mal schaffen jetzt. Das gibt's ja wohl nicht. Die Chanel hat keinen Bock mehr. Die hat schon zu lange geschafft, sagt sie. Ich bin auch schon müde, ja. Oh Mensch, jetzt schaff mal was, wirklich. Ja, echt, das gibt's ja wohl nicht.
Können wir mal kritisieren hier, das kann wohl nicht sein. Mach hin jetzt, komm. Nimm die Bestellung auf jetzt von denen auf. Du machst jetzt den Scheißdreck, sonst gibt's da Feuerung hier, ja? Letzte Chance jetzt. Was macht er jetzt, Baby? Was macht er jetzt? Oh Mann, nimm von deiner Bestellung auf. Auf jetzt, komm. Was macht er denn? Oh Mann. Ah, sag jetzt mir wieder, wieso klappt das jetzt so, wie ich will? Mach schon jetzt eine Runde. Mach mal was, schaff mal was. Ja, jetzt hast du keinen Bock mehr, ja. Ich könnte sagen, unter der Treppe gelegen und jetzt. Ja, ich keinen Bock mehr. Das glaube ich gleich. Das kann nämlich auch nicht sein. Ja, das wird halt, glaube ich, nichts mehr, oder? Mach mal zurücksetzen da. Hauke die sich wieder nach. Oder nicht? Nimm mal gucken. Mal warte. So, die setzt sie. Na genau, jetzt bestelle sie nochmal neu, oder? So, stellt sie nochmal neu. Lauft der jetzt gar nicht auf? Ah, jetzt aber. Komm, genau. Lauf auf. Und jetzt gucken, machen wir das ganze Prozedere nochmal neu. Ja, komm. Nimm die Bestellung auf. Manchmal muss man zurücksetzen, wenn die halt verpackt sind, gell? Wo läuft dann jetzt wieder nach? Ja, die sind weg. Die brauchst du nicht mehr geholt und deine. Die haben keinen Bock mehr gehabt. Du warst langsam. So, jetzt aber. Guten Tag. Hier, bestellen wir da jetzt mal. So. Also gut, jetzt haben wir es doch. Oder die kriegen wir halt noch fertig. Komm, die brauche ich halt noch. Sonst war es wirklich ein kompletter Fail-Start. Aber wenn wir die jetzt noch schaffen, dann haben wir es geschafft. Ja, die schwäbische Wirtschaft, die gibt es ja auch in der Dismissfield-Galerie als Download. Könnt ihr euch runterladen. Ich finde es so krass. Ich schwätze normalerweise nicht so. Ich muss mich schon ein bisschen anstrengen und übertreibe es auch ein bisschen, muss ich ehrlich sagen. Also normalerweise schwätze ich jetzt so wie jetzt gerade. Es ist schon übertrieben. Aber ich finde es halt total lustig. So viele haben halt geschrieben, macht es mal wieder. Und deswegen habe ich gesagt, okay, jetzt gibt es Restaurants, dann machen wir doch die schwäbische Wirtschaft. Let's play weiter und dann passt das alles, oder? Das ist doch super Sache. Und auch wenn die jetzt schon wieder rumpennt, weil ich zu lang spiele, ja, ist halt so, gell? Wo läuft der jetzt da rum? Ja, da, die sind auch weg. Brauchst gar nicht mehr gucken. Die sind alle weg. Die sind alle weg schon. Ja, was, die klappen der ins Baby da, oder was? So, was macht er jetzt da? Nochmal bestellen lassen, oder was? Den auch keinen Bock mehr. Komm, wir mal die Bestellung priorisieren. Komm, mach auf, Amelia, bitte, komm. Nicht schlafen. Muss mal sagen, wieso steht er jetzt auf? Da muss man sagen, oh, das geht nicht. Freundlich, Fotos teilt. Müssen mit den Leuten mal ein bisschen schwätzen. Bestellung priorisieren, du kriegst zuerst. So, jetzt kommt die dann auf. Genau, so machen wir das. Jetzt haben wir es gleich geschafft, voll, oder? So, komm, nicht so viel schwätze lieber. Da jetzt die, genau, mit der kommt. Oh, die schaut jetzt auch auf. Oh, blöd. Die hat auch keinen Bock mehr jetzt, oder was? Gerade aufs Klo, oder was macht die? Es klappt halt nicht mehr, oder? Es klappt halt echt nicht mehr. Wir müssen mal gucken, was sagen denn die? Ja. Die kriegt auch keine Sterne mehr jetzt heute. Oh, nein. Das wird nichts mehr. Jetzt kommt der da halt Treppen auf, weil die ihm im Weg rumstaut. Oh. Oh Gott. Ja. Naja, schön ist das auch nicht, gell? Und die ganzen Säulen, okay, die sind so ein bisschen mit der Gegend. Nein. Nein, oder? Ey, du bist recht. Ist ja wirklich ein Trottel. Wegwerfen. Komm mal, Amelia, räum auf. Du musst dein Müsli, jetzt muss jetzt warten. Du musst jetzt noch aufräumen da oben. Das gibt's ja wohl nicht. Das ist wieder ein Fehlstart. Es ist doch nicht zu fassen. Wir sind hier im wunderschönen Windenburg. Wenn ihr wissen wollt, wo das ist, das Ding. So, hast du alles weggeräumt, alles weg, oder? Genau, sehr schön. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Die haben schon keinen Bock mehr. Die flattert schon da rum und sagt, oh nein, ich hab keine Lust mehr. Komm, komm mal raus, da hab ich keinen Bock. Doch, die gehen wieder rauf, genau, die gehen wieder rauf. Bringt dir jetzt ein neues Essen. Der hat jetzt erstmal gesagt, gell, der Runde. Oh, du hast auch Hunger, Amelia. Komm, dann erst ein Müsli auf, komm. Das kannst du ja essen. Das Kleid ist voll schön, gell, mit hinten auch da so und so, voll schön. Hm.
Jo, Amelia, das war kein guter Start. Aber, wie wir im Bogen gemerkt haben, jetzt sind wir 4,5 Sterne im Bogen. Und die 5 schaffen wir auch noch irgendwann mal. Schaffen wir da Hanna auch, oder? Schaffen wir da Hanna auch. Müssen wir noch ein bisschen optimieren, ein bisschen Treppe gucken und so. Ist aber auch gefährlich jetzt da, gell? Dass da Kinder kommen und dann aneinander fallen. Oh, wow, oh, wow. Oh. So. Genau, die Spülmaschine. So ist gut. Komm, nur ein bisschen muss Chanel. Das letzte, das ist das letzte, genau. Kadi, jetzt, Amelia, das hätten wir einen Auftrag schnell voll. Oh Mann. Jetzt komm, lauf nur, das ist fertig. Auf. Hopp. Mach noch jetzt. Genau. Auf jetzt. Lauf nunter. Ist eigentlich auch witzig, gell? Der weiß, wenn es fertig ist. Kann er aber nicht unter sagen, dass er sagt, irgendwie über Telefon oder was weiß ich wie, dass der jetzt eine Bestellung da ist, gell? Ja, so. Jetzt aber. Jetzt gucken wir aber, dass das klappt voll. Wenn das jetzt nicht klappt, dann ist Ende. Und wenn es klappt, ist auch Ende, aber. Das mit der Tür ist auch so praktisch, gell? Die hätte es auf der anderen Seite noch gemacht, aber. So, jetzt aber. Jetzt wirst du wohl noch kriegen. Also, wenn es jetzt nicht noch kriegt, standen sie bestimmt gleich auf, so 2 Sekunden, bevor es auf den Tisch gestellt wird. So, da haben wir es jetzt. Guckt mal an. So schönes Essen gibt es da bei uns. Sind wir denn bestellt? Ein Brötchen, na toll, das kriegt auch kein Geld. Und was da? Ein Hähnchen. Ja, gut. Also, ein Gute. So, und ich freue mich jetzt auf eure Kommentare. Mir hat es euch gefallen. Oh, die gute Bälle. Wie hat es euch gefallen? Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie hat es euch gefallen? Wie hat es euch gefallen? Also, mir hat es wieder richtig Spaß gemacht. War auch mal wieder was anderes, gell? Ist mal wieder mal etwas anderes quer. Also, ich komme ganz durcheinander hin im Schwäbisch. Bestimmt auch heute alles ganz richtig so. Aber es ist eine lustige Sache. Es ist mal was anderes, oder? Und so ab und zu kann man das doch mal machen, oder? Was sagt ihr dazu? Vielen lieben Dank. Ja, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge hier zu Amelias Restaurant oder einem anderen Video eurer Wahl jetzt. Bis dann. Ciao.